Dieter Bohlen im Liebesrausch. Ausgelassen tuscheln er und seine Frau Verona im heimischen Garten. Die beiden sind so richtig verknallt. Ich muss echt sagen, ich habe mich voll in ihn verliebt. Und als wir zusammengekommen sind und so, hat mich am meisten eigentlich das beeindruckt, wie seine Offenheit. Also ist ein ganz direkter Typ. Ob Vorteil oder Nachteil, er sagt den Leuten immer alles, was er denkt, ins Gesicht. Das hat zwar oft missverstanden, aber da es bei mir am meisten Komplimente waren, war ich ganz zufrieden. Erst vor 2 Wochen haben Dieter und das Model Verona Feldbusch in Las Vegas geheiratet. Erst im November letzten Jahres haben sie sich in einer Disco kennengelernt. Für Dieter war es die große Liebe, bei Verona hat es erst etwas später gefunkt. Doch Dieter hat gekämpft mit Charme, coolen Sprüchen und verrückten Geschenken. Wir haben uns eben kennengelernt und meistens ist das eben eine hübsche Frau und ein attraktiver Mann oder wie auch immer oder so. Die lernen sich kennen und dann auf einmal hast du eben das Gefühl, du passt meinetwegen nicht zusammen, ne? Oder irgendwie, die sagt irgendwas und das gefällt dir nicht und so. Aber bei uns war das eben so, wir haben uns immer mehr kennengelernt und das wurde immer irgendwie besser. Mhm. Also meinetwegen, ich habe irgendwas zum Essen bestellt und dann sagt sie, oh, ich will genau dasselbe. Das finde ich toll. Also und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir einfach blind, also ich bestelle einfach irgendwas für sie mit, weil wir sowieso wissen, dass wir alles, also so zum Essen mäßig alles dasselbe mögen. Bis vor kurzem lebte Dieter in seinem Haus mit Nadja zusammen. Derselbe Typ, aber 6 Jahre älter als die neue. Sie bediente Dieter von vorne bis hinten. Bei Verona läuft es ein wenig anders. Sie lässt sich von Dieter bedienen. Und er lässt sich's gern gefallen. Der Macho von einst ist lammfromm geworden. Für einen Macho oder so halte ich ihn persönlich eigentlich überhaupt nicht. Der ist total lieb. Er macht mir morgens Kakao, dann lässt er mich noch schlafen, dann geht er schon runter, macht Frühstück. Also total lieb so, ne? Only With You, Dieters neue Single, eine Liebeserklärung an Verona. Die Frau, die sich hier auf dem Bett regelt, ist allerdings eine andere. Wenn es einem wirklich so unheimlich gut geht, möchte man das ja mit anderen Leuten teilen. Und ich meine, dieses Gefühl, was ich eben so im Moment fühle, möchte ich am liebsten mit meinen Fans teilen. Weil die haben mir viel gegeben und ich bin ja denen irgendwie auch immer was schuldig und so. Und ich weiß ja zum Beispiel, dass mir geht's ja wirklich unheimlich gut. Und dafür bin ich unheimlich dankbar. Und jetzt auch noch das, dass wir uns so gut verstehen. Und das ist schon mega mäßig. Aber Worte, so immer Gefühle in Worte auszudrücken, finde ich wirklich unheimlich schwierig. Außer dem Lied und einer Hochzeitsreise hat Dieter seiner Verona auch noch diesen Diamantring geschenkt. Ein Leben im Luxus, obwohl dieser Ferrari nicht ganz Veronas Geschmack ist. Also wenn man jetzt wirklich mal verreisen möchte, ich glaube, für eine Frau ist es schon problematisch, ihr Gepäck da reinzukriegen. Also mein Schminkkoffer, der würde gerade mal da reinpassen. Das wäre es dann auch schon. Für seine Verona macht er alles, damit sie ja keinen Sonnenbrand bekommt. Schmiert Dieter sie liebevoll ein. Doch ein kleines Problem gibt es da noch, diese verdammte Eifersucht. Ich bin ziemlich eifersüchtig. Und sie hatte mir am Anfang immer gesagt, sie ist nicht eifersüchtig. Bin ich auch nicht. Und das ist die totale Lüge. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die so eifersüchtig ist wie Verona. Das stimmt überhaupt nicht. Die ist auf alles eifersüchtig. Nein! Doch. Das schmeckt. Ich bin nicht eifersüchtig. Total. Zum perfekten Glück, sagen die beiden, fehlt ihnen jetzt nur noch 1 bis 5. Kinder nämlich.